Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt auf der Schwatzingen. Ja, und wir sind hier am Hof am Arbeiten die ganze Zeit. So, jetzt schauen wir doch mal ein bisschen weiter. Essen. Ach so. Ach, lol. Reproduktionsrate von 192 Stunden. Hallo? Hallo? Moin. Moin. Sag mal, Bezahlung, hast du schon ausgerechnet? Nö, ich dachte, du machst da einfach, überweist irgendwas. Ich muss ja sagen, ich kann ja jetzt 100 Euro überweisen, dann ist gut, oder wie? Warte ganz kurz. Wir haben angesät, das haben wir angesät. Wir haben zweimal gedüngt, ne? Ja. Machen wir 25.000? 20. Mach 20, ist okay. Und kleines Trinkgeld für deinen Mitarbeiter. Ah, alles klar, dankeschön. Aber leite auch das weiter an ihn, ne? Leite ich weiter an ihn. Gut, danke. Alles klar, tschüss. Bitte. Tschüss. Jürgen! Ja? Du hast ein Trinkgeld bekommen von 2000 Dollar vom Zement. Boah, ist ja mehr als mein Lohn, ey. Geil. Ja. Netter Kollege, muss man sagen. Ja, er ist... Ach, ich hab vergessen wegen dem Wasserfass. Verdammte Scheiße, ich muss hier nochmal über hier. Drink, drink! Im Zement? Ja, moin, Fritz und Friesi nochmal hier. Hör mal, kannst du mir vielleicht durch den Sturmschaden, ist das Regenaufbereitungsbecken da weggeflogen? Ach, das ist von dir. Ja, ich habe nur oben eins liegen, bringe ich nachher vorbei. Oh, nice. Das läuft über die Versicherung. Hat das der Hirschfeld schon alles gesagt? Also der. Abklären. Ich habe eh gleich einen Termin mit ihm, also, dann kläre ich das ab. Ja, alles klar. Der hat mir 8.000 überwiesen und er sagte, das wäre für die Versicherung, bla bla, keine Ahnung. Aber kannst ja nochmal mit ihm abklären und so. Jo, mach ich. Alles klar. Okay, dankeschön. Tschüss. So. Fritzl, ich bin am Felderdüngen, ne? Ja. Und ich hole mir jetzt erstmal den Flug. Und dann flüge ich, fange ich schon mal an mit Flügen. Machst du mach das? Mal, düng mal, ich mach schon, alles gut. Alles klar. Wir müssen mal gucken, dass wir nachher nochmal beim Adler ein paar Eierpaletten nochmal uns ranholen. Ja. Ja, kann ich ja runterfahren mit dem Fliegel, kein Problem. Ja. Oder wenn du das mit dem Preis machen willst und verhandeln, kannst du auch. Dann flüge ich weiter, können wir ja noch. Naja. Klären. Wir müssen da ein paar mehr haben, weil die werden doch ziemlich schnell voll, ey. Ja. Ah, da fehlt auch Gerste bzw. Weizen. Wo? Bei den Hühnern. Ja. Ja, wir müssen die Schweine müssen wir auch wieder hochkriegen, ey. Weizen, Gerste, Soja. Ach, wir haben noch das Soja von den Herren Adler in Dingen. Ah, stimmt, das haben wir auch noch bekommen, ja. Master Chief, ich habe vorhin geantwortet. Ich habe dir gesagt, warum. Habe ich doch hier im Stream gesagt. Weil du ja so unter die Kommentare geschrieben hast. Zum Beispiel bei Tino, du bist ja auch für nix zu schade. Und bei Flocke hast du ein bisschen Stress gemacht, wegen, weil sie da irgendwie was hatte. Wegen Avengers und so und blablabla. Und, du, und war ich von dir nicht gewohnt, dass du so reagierst auf Sachen. Und darum hatte ich nachgefragt, was bei dir los ist. Weil man deinen Namen ja doch schon öfters liest und so. Und dann habe ich gedacht, bei dir ist vielleicht was los. Und dann hat Tino sogar ja noch gefragt in den Kommentaren, wo das Problem ist. Und da hattest du nicht drauf geantwortet und so. Und ja, wollte ich halt nur mal wissen, was los ist. Aber ich hatte gerade darauf geantwortet. Wo du mir das zugewispert hast.
Aber jetzt ist er richtig rum. Oder? Wenn ich jetzt so fahre, müsste er richtig rum sein. Danke, Leute, danke. Für mich ist das ein Spiel. Für mich ist das einfach nur ein Spiel. Ich mag es, nach Hause zu kommen, nach einem harten Arbeitstag und dann aufzunehmen und einfach nur zu spielen. Für manche ist es das Leben, ja. Für mich ist es Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Für mich ist YouTube Spaß. Für mich ist das Spiel Landwirtschaftssimulator Spaß. Und ja. Für manche Leute ist es das Leben, hat man manchmal das Gefühl, das ist ganz richtig. Aber mir ist es mittlerweile sowas von egal, weil ich spiele so, wie ich das möchte. Und ich bin, das ist genauso wie auf Arbeiten, weißt du, wie ich meine? Bist du zufrieden mit deinem Job? Bist du zufrieden mit dem Arbeitsklima? Ist dein Leben auch ein bisschen zufriedener? Verstehst du, was ich meine? Und ich spiele so, wie ich das will, weil dann bin ich zufrieden. Dann sind die Folgen auch anders. Ich bin nicht so voll konzentriert und an nichts sagen und bla bla. Ich spiele so, wie ich das will und gut ist, Alter. Wenn es jemand stört, dann, weißt du, ich sehe das mittlerweile so, weil YouTube auch für mich ein Spaß ist, ob ich 10.000 Abonnenten habe, ob ich 25.000 Abonnenten habe, ob ich 100.000 Abonnenten habe und ob ich nur 300 Aufrufe auf das Video habe oder sogar 4000 Aufrufe, es ist mir egal. Ich spiele aus Spaß, ich mache das aus Spaß. Ich kann von YouTube nicht leben. Versteht ihr? Es ist nicht mein Job. YouTube bringt mir nicht das Brot auf den Teller. YouTube macht es nicht, dass ich mit meiner Familie in Urlaub fahren kann. Warum soll ich mir einen Stress machen und Leute versuchen zufriedenzustellen? Weil ich Spaß haben will. Weil ich einfach nur Spaß haben will. Und von daher lasse ich die Leute auch mittlerweile schreiben. Werden die zu schlimm, beleidigend oder sehe ich, dass da nur noch Mimimi kommt, dann werden die auf meinen Kanal gebannt. Und gut ist. Ist mir shit egal. Ich mache mir da echt keinen Kopf mehr drum, Alter. Das raubt meine Nerven, das raubt eure Nerven. Keiner hat Bock, sich 500 Mal die gleiche Show hier geben zu müssen, wo ich hier sitze und sage, hört auf zu beleidigen. Das will doch auch. Ich habe da selber keinen Bock mehr drauf. Ich spiele einfach. Einfach spielen. Mir egal. So. Was hat Masterchef Wiesi? Wer ist Flocke? Okay, ich hatte private Probleme. Das betrifft nur mich und niemand anders. Aber nett, dass sich Leute darüber Sorgen machen. Bin ich gar nicht gewohnt. Achso. Ja, wer ist Flocke? Flocke! Aus TTT. Aus TT, so. Er hat doch so ein Bild mit der Avengers-Flagge gepostet, Maske, und du hast da drunter geschrieben, wie scheiße das doch ist. Ach, keine Ahnung. Ist doch shit egal, Alter. Alles gut, Master Chief. Ist dein Ding. Alles gut. Gut, hab mir nur ein bisschen Sorgen gemacht. Das war alles. Mehr nicht. Alles gut. Nee. TTT ist das Game. Wir sind ja Trouble Town. TT. Trouble Town. Und nicht Trouble in Terrorist Town. Wir sind ja Trouble Town. Nicht. Ja. Deswegen TT. Die TT Crew. Die sehen wir auch wieder zur Gamescom. Freue ich mich auch ein bisschen. Ist immer lustig mit den Jungs.
Da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Das Feld sieht geflügt aus wie Scheiße, ey. Nur noch Furzen, nur noch Krüppel im Business. Es wird Zeit für was? Wieder ein paar Mütter zu ficken. Die rattern wieder durch die Szene. Ach, alles gut, Master Chief. Hat dir keiner böse genommen. Wir haben uns da schon gedacht, dass du vielleicht irgendwie schlecht drauf warst oder so. Es hat auch keiner was gesagt. Ich habe das nur gesehen und hab mit mir so darüber nachgedacht. Da hat keiner was zu gesagt oder so. Auch Tino nicht oder so. Ich habe gefragt. Telekabel 87 hat resubbed im 4. Monat. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das ist ja lieb von dir. Dankeschön. Nee, darf ich nicht. Wir hatten das am Anfang, wo wir ein bisschen unterbesetzt waren. Da haben wir immer diese kleinen Witzchen so gemacht. Hier, die Gerda ist im Drescher am Pflügen und so. Und das wurde auch nicht so gut gesehen von der Community. Da haben wir das sein lassen. Weil ist ja alles immer blöd, was man macht. Jetzt hast du mich vermisst. Hallo? 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 Jo, was geht ab? Was gibt's? Wie spreche ich da? Entschuldigung, yo, was geht ab? Hallo? Hallo? Ich ruf nochmal neu an, Moment. Hallo? 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 Mit Sprechen gerade. Mit Fritzel, hallo. Mit wem? Mit Fritzel. Ah ja, das stimmt, da wollte ich auch hin. Okay, was gibt es? Ach, nichts. Es läuft bei mir zurzeit einfach gar nicht. Was läuft bei Ihnen gar nicht? Ach, ich. Eigentlich wollte ich ja in Urlaub fahren, ne? Ja. Ja, ist ein Tag in Hose gegangen, Flugzeug ausgefallen und. Also der Flug dahin und. Ganze Zeit abgebrochen und dann dachte ich hier mal nur so ein Kurztrip an der See und mal so Entspannung, ne? Ja. Ja, dann Vollsperrung, Autobahn und das hat sich auch wieder in den Längen gezogen und ja, dann war auch der Urlaub durch und ja, wurde ich zur Arbeit und dabei bin ich irgendwie hingefallen, ausgerutscht da auf diesen blöden Moossteinplatten da und hab mir da was gebrochen. Okay, alles gut jetzt bei Ihnen? Eher weniger. Jetzt liege ich hier und ja. Ich wollte eigentlich mal so nachfragen, wie es bei Ihnen so läuft, wie es so, ne? Weil gerade irgendwie sitze ich hier und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ach so. Wollen Sie arbeiten oder was? Würde ich ja, wenn ich nicht krankgeschrieben wäre. Ach so. Ich weiß ja nicht, wie der Fieber da ist. Der hatte eigentlich Urlaub gehabt. Oder ob der jetzt Urlaub genommen hat, weiß ich jetzt aktuell nicht. Also kann so ein bisschen dauern, bis ich wiederkomme. Ach so, alles klar, weiß ich Bescheid. Bei Ihnen am Hoch, also mit Uhr arbeitet gerade keiner. Na gut, dann ist halt so, wie es ist, ne? Ja. Und sonst so, bei Ihnen läuft das alles mit der BGA? Läuft alles super, läuft alles super. Gut. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen reden wegen der BGA. Ja? Ja. Okay. Also ich bin nicht auf den neuesten Stand, tut mir leid. Also wir hatten da ein bisschen was abgemacht wegen 50.000 bei so einer Lieferung, die sie mir bringen. Oder die, wenn sie häckseln, dass sie mir 50.000 bringen. 50.000 Liter oder 50.000 Euro? 50.000 Liter. Ja, das weiß ich. Vom Hexenbuch, ja. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen auf eure Felder geguckt, aber 50.000 Liter ist ein bisschen wenig, oder? Das weiß ich aktuell jetzt noch nicht, also. Ja. Da sind wir jetzt nicht böse, aber. Nee, das kann eine Ausrede sein. Nee, alles gut. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich bin zwar jetzt, sage ich mal, jetzt an der obersten Stellung, aber. Ja. Ich muss trotzdem nochmal mit meinen Leuten reden. Ja, klar.
Da müssen wir mal ein bisschen neu verhandeln. Ja, können wir gerne machen, sobald ich wieder hier wieder arbeite. Da. Ja, ja, alles klar. Und wie gesagt, wenn ich dann wieder da bin, dann komme ich mit dem Auto mal rum und guck mal. Ja. Ich habe auch gehört, es gibt auch einen größeren Landhandel oder so weiter und. Ja, der ist jetzt da, der große Landhandel, ja. Ja. Ich habe mit Miguel schon telefoniert und. Ja, die wollen ja auch neue Eröffnung machen, so wie ich das gehört habe. Aber da werde ich nur nicht da sein. Ich muss mal schauen, danach irgendwann. Ja, alles klar. Ja. Na gut. Ja. Ja. Bis demnächst. Oder liegt bei Ihnen noch was auf dem Herzen? Nö, sonst ist eigentlich alles gut. Okay, dann würde ich mal sagen, bis demnächst, ne? Ja, bis demnächst, Herr Graf. Ja, tschüss. Alles klar, tschüss. Apro. Was? Ich brauche einen größeren Flug, der leckt mich am Arsch, ey. Ich guck mal nach einem Tiefenlockerer. Was kostet denn so ein Tiefenlockerer? 3 Meter. Bitte? Ja. Die Felder sind alle gedüngt. Ja, super. Dann kannst du die Felder, die nicht gepflügt werden müssen. Das ist ja die. Wo sind wir denn hier? Da. 9. Ja, wow. Die 9 und die 11. Aber die 11 benötigt Kalk. Ja, Kalk müssen wir doch kaufen gehen. Tun wir das beim Herr Adler? Ich rufe mal eben den Miguel an. Na dann. Bin gleich wieder da. Jo. Bei Pflanzenschutz, was da rein muss. Ja, hallo? Ja, moin. Moin. Bist du jetzt schon voll betriebsfähig? Kann man bei dir schon Kalk kaufen? Nee, Kalk noch nicht ganz. Ich brauche aber mal Mist. Ich bräuchte Mist oder Gärreste. Ja. Gärreste oder Gülle. Kann ich dir sofort liefern? Ja. Wir würden kaufen. Was ist denn dir lieber? Gülle oder Gärreste? Gärreste. Gülle habe ich nur. Es sei denn, du brauchst nur 10.000 Liter. Dann kann ich dir auch mit Gülle aushelfen, aber. Ich habe momentan nur 10.000 Liter Gülle. Gärreste habe ich, weiß nicht wie viel. Also das ist bei der BGA leider keine Anzeige, aber ich habe eine Menge, Kannst du uns, pass auf, wir würden 20.000 Gärreste nehmen. Ja. Aber, können wir mit dem Preis ein bisschen runter von den 150? Das ist schon ganz schön fett. Das ist ganz schön fett. Ja, also ja. Wir können dir 22.000 bezahlen für die 20.000 Gärreste. Das ist schon ein schönes Sümmchen für ein Nebenprodukt. Wie viel willst du haben? 20.000 willst du haben? Ja. Oder was? Ja, wie viel wolltest du? 150? 150, ja. 150 wolltest du, genau. Ja, hab ich mir auch so aufgeschrieben. Ja, komm, machen wir. Machen wir. Hallo? Nee, warte mal. Warte mal ganz kurz. Hä? Nee, warte mal, das haut ja nicht hin. Du hast gesagt, du willst... Pass auf, 100...
Wir machen mal einfach 100. Pass auf, 150 wolltest du. Für 1000 Liter. Ja, genau. Und wenn wir jetzt 10.000 Liter haben, dann sind das ja nicht 15.000, dann sind das ja nur 1.500. 10 mal 150. Ja. Verstehst du? Ja. Also ich habe mich verrechnet. Nicht 22, sondern 2.200. Nee, also ich wollte eigentlich die 22.000 nehmen. Jetzt ist es hier. Ja, raus. Ja, das kann ich mir fast denken, dass du die nehmen wolltest. Ich habe mich aber gerade gefragt, ob das ein bisschen viel ist. Ja, pass auf, der macht dir ein anderes. Ich bin ganz ehrlich, ich habe meinen Taschenrechner rausgeholt und der sagte mir so, Moment mal, und ich sag so, ja, okay, machen wir. Ja, pass auf, da machen wir es anders, dass es sich für dich auch lohnt. Warte. Wir bringen uns 50.000. Ja. Und wir geben 6.000 dafür. Ja, machen wir. Das ist ein bisschen mehr wie die 110. Ja, machen wir. Okay, alles klar. Kannst du uns die direkt bringen? Warte mal ganz kurz. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du es so schnell hast. Ich habe leider nur ein Wasserfass. Ich müsste da was kaufen. Boah, Herr bei dir. Naja, wir müssen mal gucken. Wenn nicht, müssen wir es halt so machen, dass wir das transportieren. Oder das, ja. Ja, denn wir brauchen sowieso die Fässer. Ja, Quatsch, wenn du die Assens kaufst. Ich denke mal, du brauchst öfters, ne? Ja, klar. Dann würde ich da trotzdem auch mal drin investieren. So, machen wir's. Alles klar. Guti, danke dir erstmal. Ja, kein Problem. Tschüss. Mein Taschenrechner sagt so. Und der sagt so, ich gebe dir 22.000. Für 20.000 Liter. Und ich denke mir so, hat das der selber gar nicht geschnallt? Gib das im Taschenrechner ein. Hä? Ich so, ja, machen wir. Oh je. Wir kennen doch Tino. Bei ihm dauert das immer länger. Und da heißt es in die Kommentaren, ja, im richtigen Leben dauert das auch so lange und so. Wo ist denn der? Der fährt in dieser Folge noch los. Spätestens nächste Folge steht er bei mir in der BGA. Aber dann ist es ja wieder was anderes. Ja. Kommt mir auch gar nicht mit in den Kommentaren mit so einem Scheiß, Alter. Da kommen wieder die ganzen Tino-Fans. Ja, das ist ja nur dahinfahren und abholen. Bla, bla, bla. Weißt du, wie, wenn er mit 50.000 Liter Fass kommt, weißt du, wisst ihr, wie lange das braucht zum Beladen? Kommt mir bloß nicht so in die Kommentare, Alter. Kommt mir bloß nicht so. Weil die meisten drehen sich das in den Kommentaren auch so, wie sie es gerade wollen. So, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, das Like nicht vergessen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.